Also der Film ist wirklich Bombe. Muss man sehen, im Kino. Gut, das werden wir machen. Ich danke dir. Ich bin's, Anja, und ich berichte euch heute von dem roten Teppich, von der Premiere. Der Junge muss an die frische Luft. Was wird wohl damit gemeint sein? Das erfahren wir gleich, denn wir gehen ins Kino und dann fragen wir noch mal ein paar Leute. Und natürlich auch gleich die hier langlaufen. Warum das Projekt? Ja, wegen dem wunderbaren Roman, dem wunderbaren Buch von Habe Kerkeling. Es war ein unglaublich berührender Familienstoff, der, wie ich finde, alle großen Themen hat. Es geht um Liebe, um Zuversicht, um Tod, um Familie. Und ich glaube, es ist ein Film, der generationenübergreifend sehr, sehr viele Leute begeistern wird, weil er einfach ein großes, großes Lebenspanorama abbildet. Die Arbeit mit Habe war auch sehr entspannt. Er wollte sich gar nicht besonders einmischen. Er wollte mir immer alle Freiheiten lassen. Er wollte, dass ich meinen eigenen Film daraus mache und war extrem großzügig und hatte sehr viel Vertrauen, dass wir hoffentlich die richtigen Entscheidungen fällen für seine Geschichte. Stolz. Also was ich an dem Film wirklich ungewöhnlich und intensiv finde, ist das Nebeneinander von diesen extremen Gefühlen, von großem Humor und Leichtigkeit und wirklich großem, großen Schmerz von diesem kleinen Junge, der seine Mutter verliert. Und dass das in so einer schönen Balance miteinander funktioniert und alles seinen Raum bekommt, finde ich, erzählt viel über das Leben. Und deswegen, glaube ich, bewegt der Film die Menschen, weil das einfach so ist, wie viele Menschen das selber auch wahrnehmen in ihrem eigenen Leben, wenn sie irgendeinen Schicksalsschlag mal hinnehmen mussten. Ja, weil heute ist ja ein ganz besonderer Abend, weil du ja die Lorbeeren erntest. Du hast jetzt die ganze Zeit an diesem Projekt gearbeitet und heute Abend siehst du dich auch das erste Mal auf der großen Kinoleinwand. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ja, auf jeden Fall. Erste Mal nicht. Ich habe den Film schon einmal in einem großen Kino gesehen, bei uns in der Nähe. Und ich freue mich auf jeden Fall mega. Und was heißt gearbeitet? Also ich habe die Sommerferien dafür geopfert und vor den Sommerferien, selbst das Schulfrei hatte, war schon gut und das war Urlaub für mich. Also das war das beste Erlebnis, was ich je hatte. Und also möchtest du weiter in diese Richtung gehen? Wäre das ein Beruf für dich, den du dir auch für die Zukunft vorstellen könntest, Schauspieler zu sein? Ja, auf jeden Fall. Also Schauspieler wäre mein Traumberuf. Da traf sich einfach alles, was gestimmt hat. Die Caroline Link, die Regisseurin, die Geschichte, Habe Kerkelings Geschichte, Julius, der großartig durch den Film führt und das tolle Ensemble, die tollen Kollegen. Also ich habe selten eine Produktion gehabt, die einen so erfüllt hat, mit Freude und wo man nicht wollte, dass es endet. Ich finde, dass der Film auch auf Anhieb funktioniert. Er sich aber lohnt, zweimal anzuschauen, ja, ganz genau, bestimmt. Also, genau. Weil er einen nicht nur mit Trauer Bedrücktheit zurücklässt, sondern mit Hoffnung. Verbund der Familie trägt über alles hinweg. Und ich finde, das funktioniert gut. Und das ist auch, glaube ich, die Quintessenz, die sich Habe Kerkeling wahrscheinlich erwünscht hat, würde ich von ausgehen. Sie können sich auf einen Film freuen, der sehr über Familie sehr viel erzählt, über eine Familie, die, egal wie schlimm alles drumherum ist, immer zusammenhält. Und im besten Falle sind das Familien, die nicht aussterben. Also hier auf dem roten Teppich sind jetzt alle durch. Ich gehe jetzt auch rein und nehme meinen Sitzplatz ein und freue mich auf eine schöne Premiere. Ich glaube, es wird ein toller Film. Und Joachim Kroll hat gesagt, dass er glaubt, Nico Hoffmann mindestens dreimal schmunzeln gesehen zu haben gestern bei der Uraufführung. Ich war total begeistert. Ja, voll. Also ich habe es nicht erwartet, ich habe das Buch auch nicht gelesen, muss ich sagen. Ich habe nur den Trailer und ein paar Ausschnitte gesehen und dachte schon, dass er gut wird. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er gleichzeitig so berührend ist und lustig. Aber wirklich, vor allem muss man auch sagen, die Performance von dem Julius, der war der Hammer. Also wirklich, wie der gespielt hat, auch die anderen Schauspieler. Boah, was für ein Glück, so einen Jungen zu finden, der so spielen kann. Also richtig stark. Kann man sehr empfehlen für alle, die Lust haben, unterhalten zu werden, eine schöne und auch tragische Komödie zu sehen. Schöner Film. Wie hat Ihnen der Film gefallen? Der war toll. Der war wirklich toll. War super gemacht.
mit Herz und Schmerz und Lachen und Weinen, alles dabei. War so richtig nah, so auch aus dem Ruhrpott. 50er Jahre Flair, absolut. Typisch so Eierlikör, ne? Eierlikörchen musste immer sein. Ja, klar. Und wie gefeiert wurde, wie die Leute sich verkleidet haben, das ist ja alles so ein bisschen untergegangen heutzutage. Aber jeder hatte Spaß daran, sich zu verkleiden, also das war toll. War richtig nah, der Film. Ja, ich war gerade auch drin und die Atmosphäre war wirklich grandios. Aber es liegt natürlich auch an der schönen Lichtburg, die wir hier in Essen haben. Schon öfter Premieren hier gefeiert? Ja, absolut. Aber so toll wie heute war es irgendwie, weiß ich nicht, noch nie. Also es ist überwältigend, wie emotional das Publikum auch den Film gefeiert hat. Also es ist wirklich grandios. Ja. Ach, es ist immer besonders, wenn das ein Film ist, der mir auch ganz extrem ans Herz geht. Und das ist ein Film, der hat mich total begeistert. Ich habe vorhin die Geschichte einmal kurz erzählt, dass ich den gestern Abend in der Pressevorführung alleine im Kino gesehen habe. Und ich habe gelacht und geweint. Und das ist natürlich alleine immer total ätzend, weil du dich dann selber so schämst, obwohl du dich ja gar nicht schämen musst. Aber dann macht das natürlich auch was mit dir aus, wenn du dann einfach die Darsteller und alle triffst. Und vor allen Dingen, ich bin ein unfassbarer Harpe Kerkeling-Fan. Und ich habe ihn noch nie getroffen. Mhm. Und den dann hier zu sehen und dann vor allen Dingen auch mit so einem Werk, das ihm, glaube ich, sehr nah ans Herz geht, das ist schon was Besonderes. Also ich mag den Job total gerne, aber das war heute schon was anderes. Ich bin noch etwas sprachlos. Das Buch ist Ihnen schon sehr nah gekommen? Ja, auch das schon, aber deswegen habe ich gedacht, ich bin etwas immunisiert. Aber dieser Film hat es noch mal ganz anders, ja, nachvollziehbar gemacht. Und toll. Ich kenne Caroline schon sehr, sehr lange und es ist ein Film, so wie ich sie kenne, sehr empathisch, sehr einfühlsam, sehr gut beobachtet und mit einer großen Liebe zu den Figuren und das zeichnet diesen Film aus und natürlich diesen Jungen auch sowieso aus. Also ist eine tolle Kombination, passt zu ihr, ist eine schöne Geschichte, ganz toll. Der Film war der großartig, so eine Vorstellung konnte man gar nicht entwickeln. Es ist ja fantastisch einfach. Ich finde, so wie es dargestellt wurde, war es wundervoll. Also ich habe das Buch gelesen. Es ist häufig so, dass der Film abfällt zum Buch, hier nicht. Ein sensationeller Film und der kleine Kerkeling ist sensationell gespielt. Also großer Film. Leute müssen ins Kino gehen, unbedingt.